Okay, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Siedler 5, das Erbe der Könige. Und wir sind ja jetzt gleich im großen Ödland. Und beim Durchgucken ist mir aufgefallen, wir sind ja jetzt schon in Folge 100. Oh mein Gott. Und da habe ich mir mal was Besonderes ausgedacht. Ich habe mir mal wen mitgebracht heute. Und Ja, zwar. hallo. Ja, stell dir mal vor. Ja, ich bin der Atlas. Nicht das Buch, sondern der kritische Titan. Ansonsten ist noch was zu sagen. Ich bin ein Studienkommiliton von dem Elkrip hier. Gleich, Jo. gleiche Semester. Noten leider etwas bisschen schlechter. Naja, das geht alles, ne? Man kennt dich auch besser unter dem Namen Oxygenium. Das ist der Herr, der gegen mich in Folge 50 verloren hat. Ja, zur Ausnahme mal. Ja, muss ja auch mal sein, ne? Ja, im ersten Spiel habe ich gegen ihn gewonnen, aber ansonsten auch langwieriger Siedler-Fan. Spiele ich schon ewig nicht lange, ich weiß gar nicht mehr, seit wann ich es habe. Ja, 5, 6 wahrscheinlich. Jahre ewig schon. Ja, hast Kampagne du dann mehrfach nicht mehr. durchgespielt. Ja, auf jeden Fall auch sehr gut. Also er ist auf jeden Fall ein Profi, das muss man schon so sagen. Auch wenn er damals gegen mich verloren hat, aber er hat da schon, ja, das war halt so ein Stundenmatch, da kann man noch nicht alles austaktieren. Jetzt weitergelaufen wäre, wer weiß, wie es passiert wäre. Wer weiß, wie es gekommen wäre, genau. Na gut, so, dann, und was auch noch heute neu ist, wir werden heute eine halbe Stunde aufnehmen, also nicht nur eine Viertelstunde, sondern eine halbe Stunde, einfach weil es Folge 100 ist und weil es sich auch lohnen muss, wenn wir hier zusammensitzen. So, also dann steigen wir gleich ins große Ödland ein. In dem großen Ödland gibt es viele verstoßene kleine Dörfer und Gemeinden, die sich nach einem Gegenschlag für Mordreds und Kerberos schändliche Taten sehnen. Da-dam! Ja, wir Schau doch werden so mal. mit einem kleinen Dörfchen starten. Ist schon ein bisschen was drin. Wir haben schon sogar das erste Mal Mauern, das wir haben. Oh, echt? Ja, wir haben Mauern, zwei, Oh. drei Türme. Ich glaube, es waren Ballista. Und wir Oh. kriegen sogar schon drei Trupps zu Anfang. Oh, das ist gut, weil ich kann, also das ist schon mal super, weil ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, Ja. was in der Mission passierte, außer dass wir halt. Ja. Ah, Die okay. Helden hatten Dann das hören wir große erstmal. Ödland erreicht und eilten weiter zur Festung. Dort wurden sie gar freundlich empfangen. Ihr seid der Träger des Amuletts. Befehlt uns und wir werden gehorchen. Wir sind ein letzter Außenposten am Rande des großen Ödlandes. Gebt wohl Acht. Kerberos Truppen sind allgegenwärtig. Doch es gibt auch Hoffnung. Hier in der Ödnis gibt es zahlreiche von Kerberos Verstoßenen, deren Schicksal sie zu seinen Todfeinden werden ließ. Ihr mögt wohl in der Lage sein, diese tapferen Bewohner der vier Dörfer von eurer Sache zu überzeugen. Ja, super, Mensch, das war ja mal eine kurze Einleitung, ne? Und der Herr Salim ist auch wieder dabei. So, also, wir müssen ein paar Verstoßene Alles holen. gut. Ach, so, ja, so langsam erinnere ich mich auch wieder hier, Kein ne? Problem. Das Problem ist, das erste Dorf, was in der Nähe ist, gehört leider Kerberos. Das müssen Ach, wir echt? einnehmen. Ja, Okay. das ist von unserer Position etwas weiter östlich. Östlich, also hier drüben. Nee. Ah, ne, östlich ist er hier. Ja, Ja. okay, hier. Mann, du bist Geologe. Ich finde kein Graf. Gut. Das andere Problem ist, wir haben erstmal nur das eine Dorfzentrum, was wir hier haben. Das nächste ist erst ziemlich weit weg. Ja, das heißt, da müssen wir ein bisschen dann gucken, wann wir da rankommen. Ja, das kriegen wir auch erst, nachdem wir da ein bisschen was geholfen haben in der Stadt. Das ist schon eine ziemlich große Stadt mit jeder Menge Gebäude drin. Ja, stimmt eigentlich. Hier ist auch. Ach so, Nein, du meinst die die wir war kriegen ein. Ja, werden. okay, die war ein. Ja. Das ist auch, ich glaube, ein Markt, eine Kathedrale steht da auf jeden Fall schon. Mehrere Veredelungsgebäude und ein paar Schächte. Oh, das ist ja Befehl. auf jeden Fall schon mal ordentlich. Also müssen wir uns am besten Wird noch gemacht. ranhalten. Dann können wir auch Ja. gleich das noch Wie ausbeuten ihr wünscht. alles. Also müssen wir mal schauen, hier unten war glaube ich ein Lehmschacht. Ja. Ja, genau, sehr schön. Den nehmen wir uns gleich So, mal. von. Und hier war ein Steinbruch irgendwo, meine Ja, ich. direkt hier unten wäre er Ja, gewesen. okay, super. Dann hole ich da Der gleich mal. Tag der Naja, einer Abrechnung. reicht. Steuern Jujup. und Sold werden gezahlt. Gucken wir mal. Ja. So, was haben wir sonst noch hier? Eisenschächte, munter, Seelen. Ah ja, hier ist irgendwas. Da muss bestimmt Pilgrim wieder ran. Eisenschacht Oder? weiß ich gar nicht, Weiß wer ich ihr gar nicht. wünscht. Weißt du gar nicht. Mehr hier unten. Oder können auch Schwefel sein vielleicht, ne? Aber Nee, sonst. Schwefelschacht war weiter vorne. Ja? Ja, da ist noch so Sonst ein. ist hier aber auch nichts. Hier ist wahrscheinlich Ihr sonst nur habt noch eine Holz. neue Achso, ein Technologie paar erforschen Leibeigene will ich lassen. mir erstmal gleich Mit klatschen. dem Wie Platz. viel holst du dir eigentlich immer? So am Anfang. Ich mache das meistens so Na, auf. gut. Für jeden Rohstoffhaufen, ich nehme noch die drei Stück, Aha. nochmal drei zum Bauen. Ein Ah, Macht bei okay. fünf Roh in vier einer Rohstoffen, Ja, also macht das 15. 15, plus nochmal 6, 7 die Holzhauen. Ja, okay, die Holzfäller, ja, okay. Ja, Bin ich ich meistens auf Werten So, von 21 bis 25. Ja, okay. Ja, gut, ich bin mir so 15 oder 20 mal schön gerade Zahlen. Also,
so die 5er Abstände, das weit genügend haben und dann, was die Rohstoffe angeht, da taktiere ich dann so ein bisschen hin und her. Ja, bei dieser Karte braucht man zu Anfang, meist muss man ein bisschen weniger nehmen, weil man einfach nicht die Plätze hat. Ja, okay, das ist natürlich verständlich. Da müssen wir auch mit Veredelungsanlagen dann ja aufpassen, ne? Ja. Ich baue einfach mal keinen Bauernhof. Achso, wir haben kein Lehm. Ja. Ah, gut, dann baue ich doch mal einen. Hier kommen dann auch schon bald welche, ne? Nein, die kommen hier nicht. Da müssen wir erst den Winter machen, wenn du jemanden siehst. Wo geht's, machen wir deine Maus da hin? Ich glaube, ich weiß auch hier. Genau, hier da, der Fluss hier. Ja, genau, Fluss, hier ist ja Wasser, ne? Genau. Und die sind dann. Und hier war es doch. Und hier oben war doch auch so ein Bereich, wo man hin konnte. Und genau, dann konnte man von oben und unten an die Stadt ran, ne? Nein. Das ist eine verschlossene Dorf, wo wir dann später hingehen müssen. Ah, doch, hier ist auch ein Weg. Ja, aber da oben ist weiter noch. Achso, hier ist auch noch Stadt, ja, okay. Genau, das fällt man das zu. Mhm. Dann müssen wir ganz am Ende müssen wir dann dahin. Okay, das wird natürlich herrlich. Ja. Können wir, also die Mission wird dann doch noch vielleicht ein bisschen dauern. Aber ja. Naja. Da vorne, wo deine Lehmgrube war, da können wir dann mit dem, das ein bisschen weiter Schwefel ist da noch etwas. Ja, hier unten war Schwefel, ne? Nee, da nicht, sondern weiter nördlich. Also hier waren so ein paar Krümel, glaube ich. Ja, weiter nördlich müsste die gewesen sein. Und da ist auch so ein Typ, mit dem wir reden können. Ach, die Typen, mit denen wir reden, die lasse ich eh immer. Der hätte dann eine Wettermaschine. Ach, der mit der Wettermaschine, ja. Okay. Ja, und weiter. Das wäre ja schon mal ganz hilfreich. Ja, und weißt du, ob du ihn gesehen hast, rechts an deinem östlichen Tor? Ja, hier stand auch einer am Tor. Genau, ne? Der klärt dann mit Kerberos. Was macht der mit Kerberos? Der klärt die Burg. Ach so, die Situation da, okay. Ja. Aber da müssen wir jetzt nicht gleich mit ihm reden, oder? Da passiert ja eigentlich auch nicht viel, ne? Ich weiß nicht, ob wir angegriffen werden. Ich gehe da jetzt gleich ein paar Schützentruppen hin und hau die Türme da weg. Ach so. Ja, ansonsten reichen die Helden, dass da Platz zu machen. Einige ja, okay, das müssen wir mal sehen. Wo sind die? Mächtige. Irgendwo oben, ne? Na, schauen wir mal. Nee, östlich von uns sind die. Ich glaube, ich gehe mal mit Dario ein bisschen erkunden. Der kann ja hier mal gucken in Ruhe. Der wird ja schon irgendwas finden. Ja, genau. Hier vorne, wo jetzt mit deiner Maus eben warst. Achso, hier ist dann irgendwer Wetterturm oder so. Ja, genau. Da vorne kam ja wieder Wasser. Aha. Das sollten wir auch erstmal nicht gefrieren lassen. Nee, damit haben wir da Zeit. Das passt schon. So, Wehrpflicht brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Kaserne und Schutzplatz haben wir. Ja. Ich bin fertig hier. Zahnrad weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir brauchen erstmal ein paar Veredelungshütten hier. Ja, also ich würde empfehlen, Schmiedehütte und Sägewerk. Erstmal Ziegehütte, wir brauchen wieder mal kein Lehm. Ja. Den haben wir mal am Anfang ja eh nie. Obwohl, oder? Alchemistenhütte erstmal. Ich glaube, erstmal eine Alchemistenhütte, dann können wir nämlich mit dem Schwefel ein bisschen. Ja, ich würde es aber erstmal lassen. Die Schwefel brauchst du so dringend am Anfang nicht. Erstmal ist dann einer in diesen Hochkrieg, die helfen dann doch. Ja, stimmt. Also vielleicht, ja gut, bis Lehm dauert natürlich ein bisschen hier. Müssen wir 400 Lehm haben? Na, also Ziegelhütte erstmal. Warum hast du jetzt eingesetzt? Jetzt weg, vor Schloss gesetzt, ist der Weg kürzer. Ja, ich will ja Platz sparen. Hier will ich die Schmiedehütte dann hinbauen, dass die von hier sich dann das Eisen direkt holen können. Und also eigentlich so, ich baue immer gern zusammen. Ja, das ist ja sowieso so eine Wissenschaft für sich, wie baut man die und dann die Bauernhöfe auch. Ne? Ja, ich hätte jetzt einfach gewartet, bis hier das Holz weg wäre, da unten. Ja, und dann da ein Bauernhof. Weil dann sind sie mal kürzer unterwegs. Ja, na gut, andererseits muss man natürlich sagen, die Steingrube, die arbeitet natürlich eh genügend und da kommen ja auch die Veredelungsanlagen gar nicht hinterher. Wie ihr wünscht, mein. Also, da habe ich immer ein bisschen mehr Platz dann zwischendurch. Jawohl. So, und die Ede kann mal hier hinlaufen und Salim und Tias passen mal hier auf. Ja, gern. Da gab es in der Anleitung einen netten Spruch, der fand ich sehr interessant. Wer unterwegs ist, kann nicht arbeiten. Ach so, echt? Warte, welche Einleitung? Hier eben von der Mission? Nee, im ganz normalen Handbuch. Ach so, im Handbuch? Echt? Ja. Das habe ich gar nicht gelesen. Ja. Ach so, hier ist der Typ mit der Wettermaschine. Ja, okay. Wie ihr wollt. Ich weiß nicht, ob die Schwefel ein bisschen. Es waren auf jeden Fall mehrere tausend Haufen. Ja. Mine weiß ich nicht. Ja, hier ist 1200 da, also ob war eine Mine. Ich glaube, hier ist eine Mine. Gut. Das sieht auf jeden Fall danach aus. Oder vielleicht ist es auch Eisen, das wäre auch schön. Nee, ich meine, es war nur Lehm. Lehm? Ja, es war auch Lehm. Braucht man überhaupt. Ah, aber eine Eisenmine, das ist schon mal ganz wichtig. Ein Lehmarbeiter, sehr gut. Ja, falls ihr vielleicht irgendwie doppelt den Hintergrundsound hört oder so, wundert euch nicht, wir haben einfach hier ein bisschen improvisiert, weil wir nicht zwei Headsets gleichzeitig. Ja, das ist tatsächlich nur Lehm. Weil wir nicht zwei Headsets gleichzeitig an PC so anschließen konnten, dass sie auch funktionieren. Ja, da wo du jetzt auch hingeschickt hast, wenn dann den gerade etwas weitergeben würde. Da käme dann. Ja. Ah, ich erinnere mich auch. Ich glaube, hier war dann auch dieses große Dorf und hier kamen dann ständig irgendwie Truppen runter. Nee, es waren nicht so viel. Man konnte relativ nicht einfach halten in die Position. Ja, also halten schon, aber es kamen halt immer irgendwelche kleinen Kleckertrupps runter. Den Helden oder einen Luftwehr als ein, zwei Schützentrupps war es locker zu machen. Echt? Also ich habe damals, glaube ich, ewig gebraucht, um das so umzuhauen. Nee. Das geht, wenn man. Man kann mit Armbrustschützen, kann man das. Das sind, glaube ich, so zwei, drei Türme. Aha. Da kann man relativ einfach
Das relativ einfach. Kein Problem. Ja. Wenn man sich, also zumindest mit den Aberlästen. Mhm. Ja. Ansonsten, die haben tatsächlich, was die, einige hochklassige Einheiten haben die da gefangen genommen. Mhm. Ich glaube, mehrere Bastards. Ach stimmt, und die haben die nicht auch einen Haufen Leibeigene, die wir irgendwie befreien müssen oder so? Oh, ja, genau. Und sieht man schon, hier sind die Trupps, würden einem dann, wenn man die Mauer wegmacht, würden die einem zufallen. Ah, sehr schön. Das sagt einem der weißes Bauer, der Arbeiter unten am Tor. Aber es sind doch ein paar Kanonentürme. Es sind hier, schätze ich mal, vier, ne? Ja, und auf anderen Seite auch nochmal zwei. Man kann es locker mit Schützen machen. Ja, okay, mit Schützen, klar, die haben wir ja leider jetzt noch. Also zumindest, es geht hier, wenn auch von Schützen, die natürlich von Abelasten schützen. Amroschützen reichen sogar. Amroschützen reichen? Nee, ja. Die haben noch nicht so eine Reichweite. Deswegen kann man mit dem Sägewerk nochmal ein bisschen nachhelfen. Okay. Ach ja, stimmt, die erhöhen ja die Reichweite so ein bisschen. Ja, deswegen braucht man eigentlich, kann man erstmal keine anderen Trupps rekrutieren. Einfach mit Bogies. Ja, genau. Ja. Na gut, du bist ja sowieso ein Verfechter von den Schützen. Das muss ja so sein, ne? Als Jäger. Ja, natürlich. Muss er auch wissen, wo man ist. So, bei einer Bildung oder brauchen wir Kampf? Wir brauchen Bildung, ne? Wir sind nicht schlau genug. So ein bisschen was muss man ja immer haben. Oh, was haben wir hier noch? Der Pilgrim. Ja. Vielleicht brauchen wir noch mal ein bisschen Schwefel, ne? Dann können wir irgendwie die Gierung mal erforschen. Achso, hier. Da kannst du einfach die. Einfach nochmal drei neue. Ich würde einfach die drei von dem Eisenhaufen nehmen und die erstmal dahin schicken. Nee, Eisen brauche ich immer. Das geht nicht. Sofort. Und Dario, kannst du da hier stehen, falls hier irgendwelche Truppen dann mal irgendwann kommen. Und schauen wir mal. Speerträger? Braucht man nicht. Wir haben nur das eine Dorfzentrum. Wir müssen Speerträger bauen. So, Schütze war jetzt vielleicht auch nicht so schlau. Schütze kostet auch nur Holz. Und Taler hier. Ja. Aber wir sind billiger. Ja, aber wir haben keine Taler. Nee, Schützen sind nicht billiger. Speerträger sind billiger. Also zumindest was Holz angeht. Und Taler auch. Oh Mann, nein, ja. Dafür sind Schützen stark gegen Speerträger. Ja, das stimmt. Das mit den ganzen Stärken, das ist wie bei Pokémon Wasser und Feuer, ne? Kannst du auch nicht. Kann ich auch nicht. Doch, Wasser und Feuer kriege ich gerade noch auf die Reihe. Aber ja. Okay, ich glaube, die beiden. Wir brauchen noch Leben. Also da können wir uns auch nicht so viel erlauben. Das ist immer mein Problem. Die Rohstoffe am Anfang sind echt wenig. Aber das hattest du ja auch damals, als wir gespielt haben, ne? Da haben meine Minen nicht gearbeitet. Ja, genau. Weil ich keine Rohstoffe hatte, um die Häuser zu bauen. Ja. Ja, also damals Folge 50, falls ihr das damals schon dabei wart oder so, da hat er mir nachher erzählt, dass er sehr wenig Steine hatte und Lehm auch, ne? Lehm hat es auch fast Lehm gar hat die Probleme. Ja. Und was ich da hatte, ich hatte die Schwefelmine nicht gefunden. Ach so, ja, okay. Das die hast du ja relativ schnell gefunden. Ja, ich hatte, glaube ich, sogar zwei davon. Ja. Ich habe sie überhaupt erst, glaube ich, die letzten 20 Minuten erst gefunden. Ja, das war, gut, man muss sagen, dir war auch nicht ganz klar, glaube ich, dass wir eine Dreispielerkarte hatten. Mhm. Deshalb gab es auch noch ein Dorfzentrum, was ich mir gleich zu Anfang gekrallt habe. Aber naja, bisschen was bleibt immer auf der Strecke. Gedacht, die Falle ist aufgestellt. Die Falle ist aufgestellt. So. Wollen wir was sprechen? Ja, können wir ruhig machen. Du hast eben deine Stellung verstärkt, aber allgemein wird man nicht angegriffen. Sofern man nicht den Winter jetzt gleich machen würde. Doch, ich glaube, also irgendwann kam von hier Truppen. Da bin ich. Also ich glaube, das war aber auch schon eine Stunde später. Wir haben ja ziemlich viel Zeit hier zu Anfang. Ja. Sie haben alle eingesperrt. Alle. Alle. Ach Mensch, das ist ja echt ein super Spruch. Ach, und hier ist der Nächste, der sagt uns auch noch irgendwas. Mhm. Na komm. Ich werde mich darum sorgen. Da haut er. Oder vielleicht kommen die ja, wenn man mit ihm spricht. Nein, ist egal. Ne? Bitte, edle Herren, helft uns. Ja, wir helfen euch doch gerne. Kerberos Truppen haben alle meine Kameraden gefangen genommen und verschleppt. Oh. Ich flehe euch an. Zerstört diese Mauern und befreit sie. Ich werde den Feind auskundschaften. Ihr könnt mir folgen, sobald ihr eine große Streitmacht aufgestellt habt. Mhm, ja, schauen wir mal. So groß muss die Streitmacht jetzt nicht sein. Ja, gut, ja, ne? Also irgendwann heben die aber auch Truppen aus, da bin ich mir recht sicher. Und dann wird es auch nicht mehr ganz so einfach, da reinzurennen, aber sollte eigentlich reichen. 300 Taler? Nee. Zahnrad? Nee. Ach, jetzt können wir mittlerweile mal eine Schmiedehütte bauen, glaube ich. Ja, na bitte, 400 Leben haben wir doch jetzt locker. So, dann bauen wir ihn hier hin. Du solltest den einen Baum neben dem Festung mal ein bisschen weghauen. Den hier? Ja. Ja, der wird ja gerade gefällt. Ah, okay. Da arbeitet ja einer dran. Der ist dann nachher weg. Und dann können wir da Sägemühle oder so hinbauen.
Oder Archimist könnte vielleicht. Sigmüller könnte knapp werden, ne, vom Platz. Das wird gerade so gehen. Daneben wird dann noch ein Haus passen. Dann... Ja, Häuschen, kleines Häuschen. Haben wir eigentlich genug. Hier oben haben wir ja genügend. Hier haben wir ja noch ordentlich Plätze und Wohnhaus auch noch. Ja, es könnte reichen. Also zumindest für die Schmiedehütte erstmal. Du baust ja gerne mehr Häuser. Ich baue sie einfach lieber gerne aus, einfach aus Platzgründen. Ja, okay, das ist natürlich so ein Ding, aber Platz hat man meistens mehr als Steine. Die kosten ja immer pro Ausbau 150 Steine oder so. Ja, 150 Steine und Steine brauche ich doch immer recht viel, normalerweise. Am Ende nicht mehr, aber naja. Weil irgendwann Holz und Lehm braucht man am Ende der Mission einfach nicht mehr und dann bietet es sich echt an, dafür einfach neue Häuser zu bauen. Oh, naja. Das können wir uns dann mal überlegen, wie wir so machen. Ich hab getan, was noch ihr wollt. Ein Schmied geht noch. Geht noch, wir haben noch ein bisschen Platz. Zum Glück gleich ein Gemeindezentrum, das ist ja echt ganz herrlich. Und Segel, ja, könnte dann reinpassen. Ja, wenn der Baum weg ist, ja, könnte gerade so passen. Gerade so bauen wir erstmal, hier passt natürlich da nicht hin. Ich würde es erstmal lassen, dass wir einfach mit den Plätzen haushalten. Ja, mit den mit den Plätzen von denen hier, ne? Ja, ja, wäre vielleicht ganz gut. Dann komm, dann helft ihm mal hier, dass er mal fertig wird da. Kann ja nicht gehen. Wir haben Truppsperrträger, hey! Ja, zu Anfang von den ersten drei, also Schwertkämpfer, Schützen und Sperrträger, jeweils einen. Ja, okay. Wie ihr wünscht. Ah, schon mal ganz hilfreich. Achso, wir brauchen ja sowieso einen Sägemühle, damit wir die hier ausbauen können. Und Zitadelle brauchen. Ach, wir haben schon eine Festung, fällt mir auf. Hey, ist ja super. Gemerkt? Ja, das habe ich jetzt erst gemerkt. Naja, okay, aber 20 Leibeigene reichen, aber erstmal können wir dann später noch ein paar Milizen von bauen. Milizen sind ja immer ganz nett. Hier unten war ja dann, also wenn wir dann hier über den See gehen, war ja hier noch dieses da, eine da große das, Dorf, ne? Also diese groß, Stadt. Das ist das, was ich dir vorhin erklärt habe, wo du Ari schicken kannst. Ja, genau. Und weiter... Also das hat er mir vor der Aufnahme erklärt, also nicht, dass ihr denkt, was? Ja, aber nee, mit Ari, weiß ich nicht. Wir müssen ja in das Dorf hier auf jeden Fall, ne? Das und hier waren die Feinde, das waren rote, glaube ich. Ja, genau. Ja, waren rote. Highport, ja, ist ja schon ein schöner Name. Also hier sind ja echt ein Haufen Dörfer, die wir irgendwie... Mountain Fortress, oh, wir sind Mountain... Ach nee, sind wir gar nicht. Das sind irgendwelche anderen. Oho, na okay. Sollen sie mal da rumgucken? Nee, ich glaube, das Mountain Fortress bezieht sich tatsächlich auf die Basis, was vorher zu Anfang da war. Also die Ach Mauern... Ach so, unsere... Ah, diese Mauern hier, ne? Ja. Ja, weil wir die nicht einreißen. Das sind unsere. Schade, geht nicht. Aber wir würden ja eh keine Rohstoffe dafür kriegen. Okay, so, seid ihr fertig mit dem Baum hier? Ja, sind sie. Wo sind sie jetzt? Hier unten. Dann bauen wir mal eine... Ach, das passt nicht. Passt natürlich nicht, das war ja klar. Ja, dann hier unten, würde ich sagen. Okay. Ist die beste Variante. Können jetzt wir hier weiter irgendwann nach links noch... setzen und dann neben dein Lager. Ja, dann ja, können wir ja theoretisch dann auch irgendwann hier unten bauen. Aber ehrlich gesagt, Holzveredelung ist eh nicht so wichtig. Die Sägemühle brauchen wir ja eigentlich mehr für die Forschung. Das heißt, es ist ja egal, wenn wir etwas längeren Weg haben. Bauen wir hier noch eine Schmiedehütte, dann hin eine zweite. Später. Wie viel Eisen haben wir jetzt? Die veredeln einfach nichts. Das ist ein bisschen. Deswegen, ab der doof. Lohnt sich wirklich erst ab der Grobschmiede. Ja. Vorher lohnt sich die ja nicht. Die 300 Stunden haben wir fast zusammen. Ich bin fertig. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja, Handelswegen können wir eigentlich mal reinhauen, ne? Beginnt mit der Arbeit. Und es dann bauen wir noch eine Schmiede. Ihr könnt euer Hauptspieler aus. Hier passt eh keine mehr hin. Ja, dann wird es einfach im Wohnhaus hin. Oder Bauernhof. Ich glaube, Wohnhäuser haben wir noch genügend. Nee, haben wir nicht echt Plätze drauf. Ja, die haben uns vorher aber auch gefehlt, glaube ich. Wo fehlen die? Schon mal daran gedacht. Ah ja, genau. Der Bauer hier unten. Der hat keinen. Ja, und bei der Eisenmine fehlt auch noch alles. Gut, schon mal die Eisenmine, die ist mir egal ich jetzt. Bist du jetzt wieder ein Arbeiter? Ja, klar. Na gut, Wohnhäuser können an denen ja mal spendieren. Ne? So ein Wohnhaus. Das hat direkt davor gepasst. Ach, egal. Die Steinbrüche, die können da arbeiten. Dann können wir hier irgendwann, was weiß ich, noch ein zweites hinbauen. Können Sie Stein mit sich hinbauen? Ja, das könnte eng werden, oder? Könnte passen. Könnte passen. Dann bauen wir die dann da mal hin irgendwann. Jetzt erstmal Legierung können wir gleich reinverhauen. Dann können wir unsere Schmiede schon mal ausbauen. Können wir theoretisch mal hier forschen. Weiches Leder? Nee, brauchen wir nicht. Langbogen? Ja, kein Geld mal wieder. Kein Geld. Wir armen Leute. Drei Trupps haben wir, glaube ich. Ja, ne? Ja, die reichen eigentlich. Das sollte erstmal reichen. Für die paar Türme. Dann noch ein paar Helden davor nehmen, das sollte eigentlich lang dann. Ja, Gemeindezentrum sieht auch ganz gut aus erstmal. Wir können dann irgendwann ausbauen. Fertig! Sehr schön.
Und was macht ihr jetzt? All eure Wohnhäuser sind man. Belegt. Aber es brauchen eigentlich gar nicht noch Moment, ne? Achso, doch, hier noch ein Wohnhaus in Bahn. Hier wird Bauernhof hinpassen, dann Bauernhaus, Wohnhaus. Hier. So. Passt der Bauernhof hier immer noch da. Okay, passt super. Kein Problem. Kein Problem, das ist gut. So, was haben wir noch? Ja, 80 von 100 Plätzen haben wir schon ausgereizt. Aber viel mehr brauchen wir jetzt auch nicht. Das ist ja jetzt so eigentlich schon mal die Grundlage. Und Zahltag war, das heißt, wir könnten sie auch. Ach ja, hier Legierung erstmal. Und Zahltag war auch. Mhm. Ausbilden. Ja. Für Eindruck können die noch bauen, ne? Ja. Man sollte vorher rekrutieren. Man sollte die Trupps vor der Aufwertung rekrutieren. Ja, ja, das ist klar. Das mache ich auch immer. Aber deswegen habe ich ja gerade überlegt, ob ich mir noch einen baue. Mache ich auch jetzt auch. Jetzt haben wir nur die 400 Taler wieder nicht mehr. Naja, das passt schon. Wir müssen ja sowieso erst mindestens auf Armbrustschützen warten, bis wir die vernünftig hinkriegen. Also, naja. Und Eisen haben wir doch ganz gut erstmal. Ja. Damit wir Sägemühle ausbauen können, müssen wir die Uni nochmal vorher ausbauen. Ja, das ist auch ach, alles. Ja, Mensch, die Uni ja auch noch. Da brauchen wir ja auch nochmal ein paar neue Plätze dann. Ach, naja. Das Dorfcenter können wir schon ausbauen. Ja, ja, aber das kostet auch wieder Taler. Taler vor allem, ja. Taler, Stein, Lehm. Boah, naja, ist ein bisschen was, ne? So ein bisschen was haben wir da. Man hat ja relativ viel Zeit hier, so. Ja, hoffen wir mal. Aber das wird ja schon gut gehen, denke ich. Also wenn wir die hier, das ist ja sowieso eigentlich der schwerste Gegner. Fertig. Weil die hier kommen ja nur, wenn wir Winter haben. Ja, und ich glaube... Und sonst gab es ja auch fast gar nicht mehr. Ja, ne? Weiter oben, wenn wir auf dem See, ach, war ja noch eine Festung, die nervt. Ja. Die hier oben, meinst du, ne? Nein, nein, die... Ach, hier auf dem See. Stimmt. Ja, vorher sieht man schon, stimmt, die Insel. Hier war auch was, ne? Ja. Das ist eine Festung, also eine richtige Festung. Aha. Mit mehreren Kanonentürmen, ich glaube... 4 oder 6 Stück, hier wird es rundherum. Ach du Schande, also ja, das ist natürlich auch herrlich. Allerdings keine Mauern, sonst krass, das ist wirklich nur das Gebäudefestung. Okay. Aber da kommen ständig Einheiten raus, also auch wirklich hochlevelige. Also Armbrustschützen, Kavallerie, Kanonen. Oh nein, das hab ich nicht. Da kommt das volle Programm raus. Deswegen ja, kein Winter zu Anfang, sonst. Sonst ist das echt tödlich. Ja, ja, das ist, aber das ist ja sowieso, das lernt man ja so in den frühesten Siedlerjahren ja eigentlich, dass man ja mit sowas immer warten sollte. Ne? Mal sehen. Also Winter wird uns dann ja noch eine Weile nicht begleiten. Wird nur ein bisschen dauern, bis der dann kommt. Tja, was soll man sonst noch? Elias, ich will eigentlich mal ein paar Truppen übernehmen. Aber die Reichweite über den Fluss reicht auch gar nicht, ne? Nee. Ist zu weit. Nee. Schade. Eigentlich könntest du nachher, wenn du einen Schützen hast, einfach rüberschießen. Kommst weiter als sein. Ja, das wäre super. Das wäre ganz cool. Dann können wir ja schon mit ein bisschen schon mal... Haben eine neue Technologie, so gelernt, haben auch was erforscht. Bauen wir erstmal zur Uni hier aus. Forschung brauchen wir erstmal nicht. Und hier, bitteschön. Das ist immer lohnt. So, ja, so, jetzt werden wir auf jeden Fall in der Mitte noch einen Bauernhof brauchen. Ach, und Sägemühle, können wir nicht. Flaschenzug. Ach, ja. Flaschenzug. Da brauchen wir ja noch ein bisschen mehr Forschung. Scheiße. Einen nur noch. Wir haben ja die, heißt das, Zahnräder haben wir schon. Also ja, wir Zahnräder. Einen weiter. Nee, Zahnräder haben wir, glaube ich, noch nicht. Doch, die haben wir schon. Echt, haben wir die schon gemacht? Meine ich, ja. Ich glaube, die haben wir noch nicht. Wir werden es gleich sehen. Also hier passt auf jeden Fall leider kein Bauernhof hin. Und hier würde ich dann lieber eigentlich müssen. Wir brauchen eigentlich den Bauernhof. Der passt ja nicht nirgends hin. Müssen wir hier bauen. Hätten wir noch ein bisschen weiter, mehr Wald abholzen müssen. Ja. Oder bauen wir hier? Ah, hier geht ja auch. Machen wir hier. Das passt. Das Gebäude so, ist nun das ist ausgebaut. Das ist gut, dann können die mal vernünftig arbeiten. Die ist auch gleich ausgebaut. Es gibt zu wenig Bitten in eurem Ökosystemrat. Hat man noch nicht. Ah, die Unrecht. Ja, naja. Okay, können wir aber trotzdem mal reinschauen. Wir haben genügend Eisen erstmal. Und sonst... Wieder kein Geld. Ach Mann, verdammt. Ja, ist gleich Zeittag, 10 Sekunden. Ja, wir kriegen trotzdem nicht so viel. Doch, 300 kriegen. Ja, das lohnt sich ja dann doch. So, und bitteschön. Na? 5 noch. Ah, okay. Das reicht ja. Und Wohnhausplätze auch wieder. Zeittag. Ah, Zeittag. Sehr schön. Dann müssen wir auch noch ausbauen hier. Ja, ach, naja. Haben wir ein gutes Tempo angeschlagen, kann ich mir in den nächsten Folgen ein bisschen Zeit wieder lassen. Ein bisschen Tempo rausnehmen. Wir haben keinen Platz zum Nächtigen. Letzte Folge, letzte Karte wird lang genug dauern. Ja, leider. Na gut, mindestens 10 Folgen, denke ich mal. Die hacken hier noch schön, da sollen wir mal weitermachen. Und ja, ihr hackt auch. Das ist ganz gut. Ja, was sollen wir sonst noch machen? Erstmal gibt es ja fast gar nichts mehr jetzt hier. Müssen wir eigentlich nur warten, dass die Forschung fertig ist. Wir könnten die Schützen noch ein bisschen leveln. Ja, naja, okay.
Und ja, ach so, die Leibeigenen hier sind ja fertig, dann können wir noch ein Wohnhaus hier bauen. Das passt ja sehr schön. Ah, oder hier rein. Ja, da können wir später auch noch eins hinbauen. Ja, wir bauen hier noch eine Schmiede hin. Sollten wir mal tun. Egal, Eichi sollte da hin. Ja, Eichi passt hier nicht rein, oder? Nee, nee, passt nicht. Das sind Eichi, jetzt passt das Bauernhof, passt da Eichi. Passt da gar nichts mehr hin, scheiße, ey. Ja, müssen wir irgendwie auch woanders hin. Bauen wir hier noch zwei Schmiedehütten. Eichi passt ja eh kein, bauen wir hier noch eine Schmiedehütte hin. Ja, warum wollte ich ja eh irgendwie noch eine da hinbauen in die Gegend, wenn die hier nicht fertig, passt. Meister. Naja. Ja, fertig. Das soll jetzt sagen. Lager oder mal eine Kapelle. Ich wollte mal irgendwann eine Kapelle bauen. Ah, Steinmetzhütte, das bietet sich natürlich auch an. Die passt da vorne rein. Ja, die passt. Ja, passt hier nicht hin. Ja, hat da vorne hingepasst. Ja, dann bauen wir sie auch hier. Natürlich. Ich hätte sie nur gerne mal im Steinbruch hingebaut. Ja, jetzt müssen wir als nächstes erstmal das Dorfzentrum ausbauen, sonst kriegen wir Probleme. Joa, 93. Vier kommen noch nach. Ja, wir haben schon wieder kein Geld. Das ist gut, dass wir das Zeit haben. Das ist normal hier, wir sind Griechenland heute. Nee, wir haben keine Schulden, wir sind nur pleite. Ah ja, stimmt, ja, das ist ein großer Unterschied. Da sind wir eigentlich ja, ja, Schweiz im Prinzip. Nee, Schweiz hat ja eigentlich noch Geld. Schweiz ist das einzige Land in Europa, glaube ich, was nicht verschuldet ist. Die haben ja auch keinen Euro. Richtig. Das ist auch, glaube ich, der sinnvollste, der einzige Grund dafür. Ich glaube ja, dass hier eine Zeitdach vorliegt. Wir brauchen erstmal ein bisschen Platz eigentlich. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Gott, hier hinten. Ja, komm. Reicht auch. Was wollten wir eigentlich machen? Dorfzentrum ausbauen. Ach ja, stimmt. Es gibt nicht genug zu essen. Ja. Na gut, aber dann würde ich auch sagen, ja, reicht ja fast, ne, für Special hier. 3,5 Stunden haben wir und, ja, man sieht sich ja mal wieder, denke ich, ne. Wird schon passieren. Wird schon passieren irgendwie. Flaschenzug können wir nochmal reinhauen. Ja. Nee, lass ich mal. Keine Steine mehr. Ist ja beschissen. Ich sag doch, der Steinbruch ist zu langsam. Ja, komm, mach mal werflich. Der Steinbruch ist nicht zu langsam. Meister. Ich habe nur keine anderen Leute, die noch Steine hacken und wir haben jetzt auch richtig mit Steinen um uns gehauen. Und dann passt hier das Wohnhaus hin. Geht doch alles auf. Geht das super auf. Ja, na gut, dann würde ich sagen, ja, dann war's das für heute, ne? Zack, zack. Ja, hättest noch kurz warten müssen. Was? Ja, das Dorfzentrum ist jetzt gerade fertig geworden. Ach so, Stadtzentrum ist fertig. Oh, Mensch, ja gut, das ja, aber hilft uns ja jetzt auch nicht wirklich was, ne? Na, okay. Ja gut, dann haben wir das. Ich wollte das so schön als Überleitung für die nächste Folge, dass dann gleich das fertig ist. Oh, hat er noch versaut, das gibt's ja nicht. Na gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, hat's gefallen heute, ne? Einmal eine kleine Special-Folge so reingehauen und dann bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut. Ciao.